Grüße alle Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes und auch der Telekom heute. Herzlich willkommen hier in Schwerin. Wir setzen uns ein für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und insbesondere im Schulbereich. Das größte Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist hier die hohe Belastung. Die resultiert aus einer hohen Unterrichtsverpflichtung. Mit 27 bzw. 27,5 Stunden sind wir da bundesweit an der Spitze. Dazu kommt die Arbeit im nicht messbaren Bereich, die außerunterrichtlichen Aufgaben, die immer mehr werden und immer wieder oben drauf gepackt. Ich mache immer gerne das Rechenbeispiel und werde nicht müde, es zu wiederholen. Wir haben eine 40-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst, die gilt natürlich auch für Lehrerinnen und Lehrer. Wenn man 27 Unterrichtsstunden abzieht, und die kann man als volle Zeitstunden werten, denn die Pausen dazwischen dienen ja nicht gerade zur Regeneration der Arbeitskraft, dann bleiben noch 13 Stunden übrig. Das heißt, es bleibt nicht einmal eine halbe Stunde für die Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsstunden. Und dann ist aber auch kein Elterngespräch geführt, noch keine Konferenz begangen und auch noch keine Klausuren korrigiert worden. Und trotzdem werden immer noch mehr Aufgaben draufgepackt durch die selbstständige Schule, durch die Schulgesetznovelle, individuelle Förderpläne, Integration und. Wer soll das noch aushalten? Und das bis 67, ohne Möglichkeiten zum sozialverträglichen Ausscheiden. Daher fordern wir in dieser Tarifrunde eine Öffnungsklausel, die es uns ermöglicht, auf Landesebene Tarifverhandlungen zur Altersteilzeit zu führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns geht es auch um den erstmaligen Abschluss eines Eingruppierungstarifvertrages für Lehrkräfte, weil wir nur so der Arbeitgeberwillkür ein Ende bereiten können. Denn was ist es sonst als Willkür, wenn alle anderen Beschäftigten, die einen Hochschulabschluss mitbringen müssen, in die Entgeltgruppe 13 eingestuft werden, die Lehrkräfte aber zu mehr als 60% in die Entgeltgruppe 11? Welche Begründung? Welche Begründung gibt es dafür, dass in Mecklenburg-Vorpommern eine Lehrkraft einer regionalen Schule in die Entgeltgruppe 11 eingruppiert wird und eine Lehrkraft am Gymnasium in die Entgeltgruppe 13 bei gleicher Ausbildung? Es gibt keinen Grund dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann den Wert der pädagogischen Arbeit nicht an der Größe der Schüler messen. Man kann nicht sagen, es ist mehr oder weniger wert, in einer ersten Klasse 20 Schülern das Lesen beizubringen oder in einer 10. Klasse eine Deutschklausur zu schreiben. Das kann man nicht. In der Tarifrunde geht es natürlich auch um Lohnerhöhung. Wir fordern eine generelle Tariferhöhung um 3% bei einem Sockelbetrag von 50 Euro. Und diese Forderungen sind maßvoll, liebe Kolleginnen und Kollegen.
ist die Blockadehaltung der Arbeitgeber völlig unverständlich. Es heißt, unsere Forderungen seien schlicht nicht bezahlbar. Aber die öffentlichen Arbeitgeber spielen ein falsches Spiel. Sie verweisen auf leere Kassen, sie appellieren an unser Verantwortungsgefühl für die junge Generation, der man nicht noch höhere Schuldenberge hinterlassen dürfe. Doch das ist ein Spiel mit gezinkten Karten. Die Haushaltslöcher der Länder sind hausgemacht. Sie sind nicht durch zu teure Staatsdiener und auch nicht in erster Linie durch die Wirtschaftskrise verursacht. Sie sind Folge einer verfehlten Steuerpolitik. Ohne die Steuergeschenke der letzten 10 Jahre, von Rot-Grün über Rot-Schwarz bis Schwarz-Gelb, kämen heute Jahr für Jahr über 50 Milliarden Euro mehr in die Kassen. Die Zeche bezahlen sollen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Der Zorn der Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst ist groß. Das Personal wird seit Jahren ausgedünnt, die Aufgaben nehmen in allen Bereichen stetig zu und nun sollen die Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst auch noch die verfehlte Haushaltspolitik der vergangenen Jahre durch Gehaltsverzicht und Einkommensbußen finanzieren. Das geht zu weit! Wir lassen uns nicht für eine Politik in die Pflicht nehmen, die an der falschen Stelle spart, während sie weiterhin Milliarden an jene Wirtschaftszweige verteilt, die eine starke Lobby haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Aufgabe von Gewerkschaften, nicht nur dafür zu sorgen, dass alle am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben, dass Lohn und Arbeitszeit stimmt. Es ist auch Aufgabe der Gewerkschaften, dafür zu sorgen, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf gute Bildung haben. Wir brauchen gute Schulen mit genügend Lehrkräften, damit jedes Kind gefördert wird. Und das geht nur, wenn die Lehrkräfte nicht weiter diskriminiert werden. Lehrkräfte brauchen genauso wie alle anderen mit öffentlichen Dienstbeschäftigten einen Tarifvertrag, der ihre Eingruppierung regelt. Wir wollen für alle Lehrkräfte eine einheitliche Bezahlung. Alle haben den gleichen Hochschulabschluss und alle haben eine verantwortungsvolle Aufgabe. Diese darf nicht nach dem Alter oder der sozialen Herkunft der Schüler unterschieden werden. Ein Richter in der Jugendkammer verdient ja auch das Gleiche wie einer, der Erwachsene verurteilt. Die Arbeitgeber haben uns vor Jahren schon zugesagt, Verhandlungen zu einer Entgeltordnung für Lehrkräfte zu führen. Vor 2 Jahren, 2009, gab es noch einmal eine Bekräftigung dieser Verhandlungszusage. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, ja, wir haben gesagt, dass wir mit euch verhandeln, aber das heißt nicht, dass auch ein Ergebnis rauskommen muss. Das ist doch die Höhe! Solche Verhandlungspartner verstehen nur eine Sprache, das ist Streik. Deshalb hilft es jetzt alles nichts mehr, wir müssen auf die Straße gehen. Aus Achtung uns selbst gegenüber, aber auch aus Verantwortung für das Bildungssystem und für die Zukunft unserer Kinder.